Was passiert denn hier? Was ist das denn? Oh shit. So, wir nehmen jetzt hier erstmal den Schlüssel raus, weil 11.11. steht vor der Tür und genau wie für zu Halloween wollen wir ein Horror-Video spielen. Hier, da hinten steht er. Also, der Peter ist dabei. Peter ist ja, fernwüchsig und hat Bock auf eine coole Promo-Aktion. Dementsprechend werden wir mit dem Hotdog und einem Anhänger durch die Stadt fahren und ja, unter irgendeinem Motto den Halligalli machen, weil, ne, ist klar, viele Leute Karneval, dann muss der Hotdog natürlich auch gesehen werden. Wird ja, ich denke, ein kleiner Amor, spielen wir Ghostbusters nach, oder wird er vielleicht Napoleon, kleiner Napoleon. Das Ganze wird natürlich mit so einem kleinen Anhänger, also wie gesagt, da so ein kleiner Anhänger dran kommen. Da hinten sieht man ihn. Zack. Liebespfeile schießen oder sonst irgendwas. Entsprechend muss ich jetzt nochmal zur FDA. Guck da nochmal nach, was man so machen kann, was es für Kostüme gibt und Requisiten. Dann schauen wir mal weiter. Also, später. So, das ist das gute Ding. Wir müssen übrigens auch nochmal zwei, drei neue Reifen drauf machen. Den habe ich für 15 Euro bei eBay Kleinanzeigen geschossen. Ja, den bringe ich jetzt auch noch direkt mit. Und dann werden wir mal schauen. Hoffentlich ist es nicht zu teuer. Dann gehen wir los. Schlüssel auf Seite. Ja, doch auf jeden Fall auch mal gutes Thema. Indiana Jones. Gehen wir mal wieder raus. So, ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit mit der Kamera rumlaufen. Ich hatte erst zwei Ideen gehabt. Jetzt habe ich 100 Ideen. Naja, wir von Indiana Jones bis König Brothers bis Amor. So viele Ideen. Ich muss die jetzt mal alle runterschreiben, den Peter noch schreiben. Und dann müssen wir eigentlich, ich muss noch schnell den Hänger wegbringen, ja, dass die Reifen repariert werden. Ja, dann mal schauen, was es wird. Ich will jetzt mal vorschlagen, die Sachen. Und dann, ja, sehen wir dann, ne, würde ich sagen. Also bis später, ciao. So, Freunde. Es geht voran hier. Die Reifen müssen noch gemacht werden. Und jetzt gerade sind wir ein Loch am Boden. Da haben wir jetzt schon mal ein bisschen Gas gegeben. So, und der Ganze kommt jetzt praktisch. Hier habe ich das Schloss rausgenommen. Das liegt jetzt irgendwo. So, und dann kommt er hier drauf. Und was machen wir? Wir haben uns entschieden, das wird eine Wolke. Und von Hot Rod Horror Show wird das zur Hot Rod Brothers Love Story. Und es kommen überall so kleine Herzchen dran. Und dann wird der Peter Amor spielen. Und wird dann praktisch Liebespfeile verschießen durch Köln. Es gab auch bei FDA so eine kleine Harfe und sowas. Ja, jetzt haben wir da erstmal noch die Schläuche, die müssen wir noch drauf machen. Ich habe das noch nie gemacht, aber der Alex hilft mir auf jeden Fall. Der ist da hinten. Wird auf jeden Fall lustig. Ich werde auf jeden Fall dieses Mal zeitlich ein bisschen früher fertig sein. Also. Schwer Amor ist. Und ciao. Zwei Bar machen wir jetzt mal, ne? Sauber, Alter. Mega. Easy peasy, ey. So, der andere Schlauch ist hier irgendwo. Zack. Zack. So, die wird jetzt hier abgeflext. Dann können wir die schon mal auf. Was soll ich sagen? Muss man abflexen, ne? Jawohl, ist doch egal, dann kommt hier etwas oben raus. Also ja. Lieber nicht zu kurz. Ja. Guck mal, jetzt gar keine Pause mehr. Ne? Ja, das läppert sich halt, ne? Ich wollte nicht wieder hier stehen und dann wieder. Hast du wieder nichts, weißt du? So, dann gucken wir mal nach der Flex. Was? So sieht das Ganze dann aus. Zack, zack, zack. Eingespannt, draufgelegt. Dann geht das. So, also hier wird schon mal gut gearbeitet. So, jetzt sind wir auf jeden Fall morgen schon mal fertig. Ich mache jetzt gleich noch ein bisschen Deko. Ja, mit dem Schnee, das war einfach teurer als dieser ganze 15 Euro Dingens. Einfach 12 Euro gekostet hier. Das ist einfach 6 Euro hier.
Passt das? Krieg ich mir den Hot Rod nicht. Leute, es steht. Guckt euch diese Konstruktion an, ey. Crazy. Das ist meine kleine Testfahrt, würde ich sagen. Ich wäre jetzt in der Kurve dran gekommen, ne? Ne. Junge, Alter. Alter. Crazy. Das ist ja noch irgendwie richtig gut fixiert kriegen. Einfach nur mal um zu gucken, ob das jetzt... Weil ich habe halt Angst, dass wir den Tank hochdrücken. Ja, wir müssen die Aerodynamik hier noch ein bisschen verbessern. Also irgendwas, was halt irgendwie... Schatzrotes Herz. Geil. Und du gehst nicht dran, ich hab's drauf. Ja, ein Tag vor Karneval. Morgen geht es rund. Der Wagen steht so weit. Das haben wir gestern. Dann haben wir gestern falsch gekauft. Brauchen wir nicht, weg damit. 1 hour later. Boah. Alter Verwalter, manchmal hasse ich Baumärkte. Ich habe einfach gerade noch Klemmen für die Batterie gesucht. Wieder hingegangen, nee, die sind da. Wieder hingegangen, wieder zum dritten Mal. Nach gefühlten 45 Minuten ist dann einer gekommen, hat geguckt. Und dann lagen die ganz oben im Regal, allerdings auch nicht mehr ausgestellt. Oh, jetzt habe ich schon wieder fast die Nase voll für heute. Jetzt wieder zur FDA. Gucken, was wir dem Peter Schönes besorgen können. So. Bogen haben wir. Wir haben so eine Trötel. Sieht auch wie für Peter aus. So, liebe Freunde. Die ganzen Herzen drauf. Wir müssen ein bisschen leise sein. Weil, wir haben einfach gedreht. Und zwar hat er die Doku aufgenommen. Von unserer Ibiza-Tour. Da sehen wir was schon. Da haben wir gedreht. Das ist der Berg hier. Das ist Annie. Ich zeige euch mal, was ich eingekauft habe. Ja, wir haben hier so Engelsflügel, haben einen Bogen, da haben wir so ein Kränzchen. Ja, das wird auf jeden Fall nice aussehen alles. Ach ja. Und wir haben natürlich unsere Klamotten noch da. Hier Jesus, so ein Hautanzug mit Pampers. So, jetzt muss ich hier noch abpillen. Ich muss mal hinten den Heißluftföhn holen. So, es geht los! Ich habe mich verkleidet, ich bin Jesus. Und hier, schaut euch an. Love Story habe ich draufgehauen. Siki ist da. Jawohl. David ist auch am Start. Wir machen heute auch noch eine kleine Tour. Siki sieht auch einfach wieder so sexy aus. Dreh dich mal kurz um. Hat aber auch eine geile Kiste, Junge. So, Amor ist auch bereit. Ah, warte mal. Ich hab hier. Ich hab da noch was für dich. Du hast aber auch ein paar. Junge. Geil. Schönes Pürsing. Komm her. Sterbt. Komm, wir gehen mal raus. Könnt ihr dich vielleicht nachher mal connecten, mal bei euch mal rum, ne? Ja, sieht so sexy aus, Alter. So, Freunde, Stunden später. Also, die Batterie hat sich verabschiedet, unsere Nebelmaschine geht nicht. Und wir wollen Nebel da drin haben. Werden wir uns jetzt noch eine neue Batterie besorgen und dann wollen wir hoffen, dass alles funktioniert. Und dann kann es endlich losgehen. Wir wollten uns um 10 Uhr treffen, jetzt haben wir schon 12, 13. Keine Ahnung. 1 hour later. Wir haben es geschafft! Jawohl! Ja. Was war das Problem? Ey, wir haben einfach original 3 Stunden hier gehangen jetzt, weil die scheiß Batterie einfach leer war. Beim letzten Halloween-Ding hat die sich so entladen, dass da keine Spannung mehr drauf war. Da war eine Fehlermeldung und dann ja, war sie ganz platt. Ja, und Robert hat uns gerettet, ne? Robert, bester Mann. Heute ja. Sagt ganz entspannt, ey, wir haben noch eine Batterie im Jumper. Naja, aber wir haben es geschafft. Gleich geht's los. Also. Und das Wetter wird auch schöner, ne? Guck mal hier, ey, blauer Himmel. So. Geil. Love is in the air!
Los geht's! Love is in the air, everywhere I look around. Was wird das hier? Was passiert denn hier? Klar. Ja, fahr mal neben die, fahr mal neben die, fahr mal neben die. Fahr rechts. Und das auch von außen. So, hier wird jetzt das Kissen präpariert. Ja. Der hat die Wolken kaputt gemacht. Die Lebensmaschine mal hier dann. Geil. Wie fühlst du dich in deiner Rolle als Amor? I love it, I love it. Ja. Jetzt. Alter, wie das hier aussieht. Wir haben's gleich. Zum Glück hat Jesus immer Panzerband dabei. Immer. Wir haben selbst die Mythbusters gesagt, der Panzertape repariert alles, selbst Gott. Muss der Papa alles selber machen. Junge, jetzt raucht's hier richtig. Ja, Mann. Ja, nee, Mann. Let's go. Guck dir das mal an, Maurice, wie das raucht. Leute, guck mal. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know where I've been. Hey! Oh nein, warte, stopp. Was denn? Ich hab den Kranz verloren. Warte. Okay. Ja. Oh, warte. Oh. In the whisper of the tree. Dann können wir uns rauswerfen und dann bleiben wir am Zöpi und aber kann ich nicht mit ihm hinfahren? Nee? Da, ey. Oh fuck. Scheiße, manche steigen auf. Oh shit. Niemals, halt dein Maul. Halt dein Maul! Ich glaub das gerade nicht. Ich dachte halt, Real Talk, die halten uns an. Ja, willst du. Ey, kannst du mal bitte kurz sagen, wie krass hast du gerade einen Stift in der Hose gehabt? Ha? Vor allem Peter sagt so, nicht gucken, nicht gucken. Und ich versuche die ganze Zeit so hochzuschieben. Da kommt die jetzt raus. Wir steigen die aus, aber haben anscheinend jetzt die Jungs. Jetzt können wir natürlich mit Peter nicht weiterfahren, das ist das Problem. Ja. Die sind gar nicht für uns da, Schweige ab. Ah. Können wir uns eigentlich schnell abverpissen? Ja, ja, eigentlich, aber oder? Komm, lass uns kurz hier rein nach vorne wieder reinschieben. Ja? Freunde, also Polizei steht hier, aber nicht wegen uns. Ging hier gerade der Stift? Nee, gar nicht. Du bist schmerzbefreit, ne? Ich bin komplett schmerzbefreit, scheiß was drauf, ey. Love is in the air. Das hört mich gerade von einem Jackass. Sie hat einfach einen Shot gebracht. Ja, hast du da gemacht? Liebe auch für dich. Geile Aktion. So. Hier, schön am Jodelade. Darf ich fragen, was denn? Was wir machen? Wir verteilen. Ich bin Jesus und er ist Amor. Wir Liebe für alle. Liebe für euch. Liebe für alle. Warum darfst du das denn? Das sind Wolken, das ist Amor. Wir kommen aus dem Himmel. Aus dem Himmel? Ja, klar. So, der Peter, der zieht auf jeden Fall richtig die Wind hier ab. Der ist nur am Flirten. Amor, hör auf zu flirten. Ja. Ist das so?
Schieß die mal ab hier! Wir müssen ein bisschen Liebe bekommen! Wir gehen uns wieder, ne? Alles klar! Alright! Alle richtig gut rauf hier auf jeden Fall! Wir machen uns auf jeden Fall jetzt wieder zurück, oder? Ja. Zurück! Reicht Liebe genug verteilt für heute! So viel Liebe verkauft heute auf jeden Fall! Krass! Love is in the air.